Kohlhaas läuft Sturm gegen die Ignoranz der Tronkers. Er überfällt ihre Burg und beginnt einen Rachefeldzug. Er ist überzeugt, im Recht zu sein und fordert den Tod der Adligen und aller, die sie unterstützen. Er nannte sich in dem Mandat, das er bei dieser Gelegenheit ausstreute, einen Statthalter Michaels, des Erzengels, der gekommen sei, an allen, die in dieser Streitsache des Junkers Partei ergreifen würden, mit Feuer und Schwert die Arglist, in welcher die ganze Welt versunken sei, zu bestrafen. Michael Kohlhaas verbreitet seine Meinung öffentlich und schriftlich. Das ist neu im 16. Jahrhundert. In der Erzählung geht es auch um die Wirkung von Texten. Mandate, Briefe und Klageschriften spielen eine zentrale Rolle für die Handlung. Kohlhaas formuliert darin seine Auffassung von Recht und Gesetz. Verstoßen, antwortete Kohlhaas, indem er die Hand zusammendrückte, nenne ich den, dem der Schutz der Gesetze versagt ist. Denn dieses Schutzes zum Gedeihen meines friedlichen Gewerbes bedarf ich. Ja, er ist es, dessenthalb ich mich mit dem Kreis dessen, was ich erworben, in diese Gemeinschaft flüchte. Und wer mir ihn versagt, der stößt mich zu den Wilden der Einöde hinaus. Er gibt mir, wie wollt ihr das leugnen, die Keule, die mich selbst schützt, in die Hand. Kohlhaas beruft sich hier auf ein Rechtsverständnis, das es zu der Zeit, in der die Erzählung angesiedelt ist, noch gar nicht gibt. Das Naturrecht des 18. Jahrhunderts.